Im Verlauf des Raw Tag Team Titelmatches bei No Mercy verlor Cesaro große Teile seiner beiden oberen Schneidezähne. Ein erster medizinischer Eingriff wurde bereits vor Ort vorgenommen, jedoch wird er wohl weitere Behandlungen in Anspruch nehmen müssen. Die WWE veröffentlichte auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal bereits ein Video von Cesaros Erstbehandlung. Buddy Ray verletzte sich beim Ring of Honor Event Death Before Dishonor bei einem Tablespot am Kopf. Er wurde sofort nach dem Match ins Krankenhaus eingeliefert. Jedoch scheint sich die Situation schon beruhigt zu haben. So verfasste er einen Tweet, in dem er sich für die Besserungswünsche der Fans bedankte. Die WWE machte nun offiziell, dass das Main-Roster-Debüt von Asuka beim TLC-Pay-Per-View am 22. Oktober stattfinden wird. Nachdem Alexa Bliss sich bereits bei der Kick-Off-Show des No Mercy Pay-Per-View über Asuka äußerte, ist davon auszugehen, dass die Japanerin sehr schnell ins Titelrennen eingreifen wird. Bei der WWE Network-Show Raw Talk äußerte sich John Cena zu seiner Zukunft in der WWE. So sagte er, dass er zwar weiter in der Firma erhalten bleibe, jedoch sei er sich unsicher, ob er sein Dasein als Vollzeittalent weiter ausüben kann. Dies spricht vermutlich für eine kommende Auszeit des Superstars. Wie wir berichteten, wird sich John Cena in den kommenden Monaten mit Dreharbeiten beschäftigen, weshalb er der WWE bis auf Weiteres fernbleiben wird. Wie Pro Wrestling Sheet berichtet, plant die WWE für den TLC Pay-Per-View am 22. Oktober ein großes Angle rund um eine Shield Reunion. So will man gegen die zuletzt schwachen Ticketverkäufe vorgehen. Es ist davon auszugehen, dass die WWE bereits in den kommenden Wochen mit einem entsprechenden Aufbau einer Wiedervereinigung des Stables beginnen wird.